Sag es, komm schon, sag es. Ja, ist ja gut, ich bin keine Jungfrau mehr, weil mich das Leben jeden Tag fickt. Och Mann, bist du wieder in Melancholie verfallen oder was? Ich kann dir gleich mal ein Melancholie-Lied singen. So wie du drauf bist, singst du mir eher was von einem Melancholied. Und was soll das jetzt heißen? Naja, das hängt wie deine Stimmung sehr herunter. Alter, versau mir jetzt nicht meine etwas bessere Stimmung. Ich wollte eigentlich allen Mobianern einen frohen ersten Advent wünschen. Und wie das bitte? Ich wollte etwas anzünden. Wir könnten ja eine Mobiane anzünden. So zuckersüß wie die alle sind, dürften die doch wie Zunder brennen. Alter, die sind aus Zucker, die karamellisieren dann im Endeffekt. Ich hasse Karamell. Du hast also die Mobianer. Es ging doch jetzt eher darum, dass du es anzünden willst. Ja, nur was ist die Frage? Puppenfabriken! Wieso das? Puppen sind ein Werkzeug des Bösen. Sieh dir doch mal die ganzen Horrorfilme und Creepypastas an. Ich soll also jetzt aus diesem Keller rausgehen, eine Puppenfabrik einbrechen, dort überall literweise Benzin verkippen und eine Fabrik anzünden, wobei auch Menschen sterben könnten und auch dadurch die Kinder zu Weihnachten keine Geschenke haben. Erinner dich an letztes Jahr Ostern, das war doch nicht so viel anders. Ich hab dir schon mal gesagt, über diesen Unfall in der Kettensägenfabrik reden wir nicht mehr. So, und was zünden wir jetzt nun an? Ich hab Holz und hier ein paar Kinderfotos. Alter, das ist mein Schreibtisch. Ach komm schon, jetzt mach. Einen wunderschönen ersten Advent, meine verehrten Mobianer da draußen, wünsche ich euch. Wir haben es zwar jetzt erst Ende November, das heißt eigentlich erst ab Dienstag fängt die Weihnachtszeit an, aber da wir heute schon den ersten Advent haben, würde ich euch schon mal einen schönen kleinen Einstieg in das Weihnachtsgeschäft bringen. Ich hoffe, ein klein wenig euch unterhalten zu können, beziehungsweise euch unterhalten zu haben. Ich wünsche euch trotzdem schon mal vorsorglich allen frohe Weihnachten, viel Spaß beim Geschenkeinkauf. Wünsche euch alles Gute. Pipapo, also hier bitte meine typische Weihnachtsrede einfügen und ja, wie gesagt, jede Schneeflocke, die runterfällt, ist ein Kuss, den ich euch auf die Wange geben möchte. Oh Gott, das war ja ekelhaft, das war ekelhaft zuckersüß. Lassen wir das jetzt lieber. Wie gesagt, frohen ersten Advent, eine schöne Weihnachtszeit, ganz egal, wie es jetzt trotz alledem bei einigen vielleicht bei euch aussieht im Privatleben, das weiß ich nicht, aber trotzdem wünsche ich euch da alles Gute und dann haut rein. So, und jetzt? Wie, was und jetzt? Hat sich die Welt jetzt groß geändert? Sind alle froh? Nein, wir sind nur zwei Deppen, die in einem Keller einen Schreibtisch angezündet haben. Du musst aber zugeben, dass das sehr, sehr stimmungsvoll ist. Das stimmt allerdings auch wieder. Kurz mal eine Frage, wie hast du eigentlich meinen Schreibtisch hier reinbekommen? Das, mein Freund, ist eine andere Geschichte.